Ja, ich glaube, wir haben uns von Anfang an gut in das Spiel reingefunden. Also wir haben gesagt, wir müssen in den Zweikämpfen dagegen halten und dürfen nicht ins offene Messer laufen und müssen dann schnell umschalten. Und wir waren von Anfang an waren wir super im Spiel, haben unsere Möglichkeiten rausgespielt, haben, glaube ich, auch mit der ersten Möglichkeit gleich das Tor gemacht. War ein bisschen unglücklich, dass wir fast im Gegenzug dann das 1-1 bekommen, aber machen dann auch wieder zu einem richtigen Zeitpunkt die Tore. Und mit dem 3-1 zur Halbzeit ist ein gefährlicher Spielstand. Wir haben gewusst, dass wir wach sein müssen in der zweiten Halbzeit, dass wir nichts anbrennen lassen dürfen und aufs vierte spielen. Und so ist es dann gekommen und ich glaube, auch in der Höhe absolut verdient. Hochemotional für mich natürlich, ne? Mein Ex-Verein. Und ich kann sagen, ich habe einige Furchen gezogen im Duschraum vor dem Spiel, vor Anspannung. Und dass wir es natürlich so spielen, vor allen Dingen erste Halbzeit, ich denke, das war unsere beste Halbzeit, die wir bis jetzt gespielt haben. Wir haben sie förmlich hinten reingedrückt, förmlich erdrückt. Und zweite Halbzeit haben wir es dann im Stile einer sehr, sehr guten Mannschaft runtergespielt. Ja, ist natürlich schön, wenn die Mannschaft gewinnt und wenn ich dann einen Teil dazu beitragen kann, wenn ich mich auch mal vorne in die Torschützenliste eintragen kann. Ich habe natürlich mit vielen Leuten Kontakt gehabt, davor aus Dresden. Und ja, da will man natürlich immer beweisen, ne, dass man ein guter Spieler ist und dass man was drauf hat. Und ich denke, das ist heute ganz gut gelungen und deswegen bin ich jetzt wirklich heilfroh, dass es auch vorbei ist. Die Anspannung war schon relativ groß, muss ich sagen. Und jetzt haben wir erstmal eine Woche zum Ausruhen. Schön für mich heute, dass ich mich mit dem Tor belohnen konnte, nach langer Zeit mal wieder. Wichtig ist, dass wir 4-1 gewonnen haben, kann vielleicht am Ende noch höher ausfallen sogar. Wie gesagt, ich glaube, hochverdienter Sieg, sehr gute erste Halbzeit. Zweite Halbzeit waren wir dann vielleicht ein bisschen müder aufgrund von dem hohen Tempo, aber hochverdient. Wir wissen, wir müssen noch viele, viele Spiele spielen und gewinnen. Und jetzt haben wir ein Derby vor der Brust, wo wir uns gut ausruhen können und dann können wir zeigen. Das wird eine hitzige Atmosphäre und da kommt es drauf an, wieder so eine Leistung abzuliefern wie heute. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht ein kurzer Lohn für die letzten Wochen, wo wir richtig gut gearbeitet haben. Jetzt können wir vielleicht mal 3-4 Tage abschalten zusammen und können dann wieder Gas geben am Donnerstags Pokalspiel. Natürlich auch erfolgreich bestreiten und dann Vollgas ins Derby. Ich denke, wir haben bewiesen, dass wir bei Aufstiegskandidaten, wo wir bis jetzt schon häufig auswärts gespielt haben diese Saison, dass wir da bestehen können und vielleicht gelingt uns auch mal ein Sieg. Das wäre natürlich ein Big Point. Ich bin ja neu hier, aber ich glaube, man kriegt das ja mit, dass es ein Riesenspiel ist für die Fans, für den Club und natürlich wollen wir da auch Vollgas geben. Die Fans lechzen danach, endlich mal einen Derby-Sieg zu landen und da werden wir von der ersten Minute an Gas geben und werden versuchen, die 3 Punkte mitzunehmen.